Die Hellewegs sind wieder unterwegs. Die kleinen, handwerklich begabten Waldwesen haben gerade mal wieder die Werkstätten der Handwerkskammer Koblenz unsicher gemacht. Zusammen mit Schülern, die ihre Ferien bei der HWK für ein Hellewegs-Ferienpraktikum genutzt haben. Mit den Hellewegs unterwegs war auch Star Thomas Anders. Er nahm sich die Zeit und besuchte eine Schule. Hier las er einer vierten Klasse aus dem Buch »Sind die Hellewegs noch zu retten?« vor. Die Hellewegs erobern die Grundschule und mit ihnen zusammen Thomas Anders. Der Popstar nahm sich alle Zeit, um den Kindern die mitgebrachten Bücher »Sind die Hellewegs noch zu retten?« zu signieren und viele Fragen der kleinen Fans zu beantworten. Ein Weltstar zum Anfassen also. Aber es gab nicht nur Autogramme beim Besuchsprogramm. Begeistert durch die herzliche Begrüßung der Schüler griff Thomas Anders selbst zum Buch und sorgte in einer Vorlesestunde für leuchtende Kinderaugen. Die Schüler der Grundschule Lützel hingen förmlich an seinen Lippen. Doch der Sänger fesselte die Kinder nicht nur mit seiner Stimme und seiner Ausstrahlung, sondern zeigte auch, dass er mühelos in die verschiedenen Rollen und Charaktere der Buchhelden schlüpfen kann. Wer sich davon selbst überzeugen will, hat ab dem 18. Mai Gelegenheit dazu. Dann nämlich erscheint das Hörbuch »Sind die Hellewegs noch zu retten?« gesprochen und interpretiert von Thomas Anders. In die spannende Welt der Hellewegs live eintauchen konnten über 300 Grundschüler der Klassen 3 und 4 bei den Hellewegs Ferienpraktika. Hier konnten die Schüler zum Werkzeug greifen und sich als Handwerker beim Backen, Basteln, Sägen, Schrauben, Feilen oder Hobeln ausprobieren. Wir haben aus Hefe ganz viele Formen, also Brezel und Osterhasen gebacken und geformt. Und jetzt bereiten wir Sachen für eine Pizza vor. Und ich schnippel jetzt Paprika. Das Hellewegs-Ferienpraktikum dient der spielerischen Erkundung der Berufswelt des Handwerks und war ein voller Erfolg. Wir haben schon gebohrt und wir konnten auch selbst schon was bohren. Und wir konnten uns auch selbst die CDs waschen und wir konnten auch sägen und feilen und noch mehr. Kleine Entdecker können sich freuen, denn der Termin für die Sommerferien steht schon fest. Am 16. und 17. Juli heißt es wieder: Willkommen zum Hellewegs Ferienpraktikum. Eine spannende Sache also, die allen Beteiligten einen Riesenspaß bereitet hat. Um Spaß geht es auch in meinem aktuellen Tipp. Die spannenden Abenteuer der Hellewegs-Kinder Schräubchen und Rädchen sind Inhalt des Kinderbuches »Sind die Hellewegs noch zu retten?« und auch weitere Unterrichtsmaterialien. Im Mittelpunkt steht diese Literaturwerkstatt, zu der auch eine extra CD mit Hellewegs-Liedern gehört. All das kann im Internet bestellt werden unter hellewegs.de. Hier gibt es auch alle wichtigen Infos zum Projekt.